Kommen wir zur Auflösung des nächsten Wunschvideos unseres Charity Livestreams. Heute geht's um die Top-Spiele, die zum Spiel des Jahres gekürt wurden. Viel Spaß dabei. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem Video. Meine Top 15 Spiel des Jahres Gewinner. Ja, an diesem Bad Hair Day habe ich beschlossen, eine Kappe zu tragen, aber nichtsdestotrotz, denn morgen werden die neuen nominierten Spiele zum Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres 2022 bekannt gegeben und ich dachte, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als heute euch dieses Video zu präsentieren. Es war ein Wunschvideo vom lieben Rolf, der das Ganze mit unterstützt und finanziert hat, damit dieses Video zustande kommt. Das Geld floss in unseren Charity-Stream Ende letzten Jahres. Ja, und hier nun die Auflösung, meine liebsten Spiel des Jahres-Gewinner. Jetzt habe ich erstmal so ein bisschen mich hingesetzt, geschaut, ja, welche Spiele haben eigentlich alle mal ein Spiel des Jahres Siegel bekommen und welche habe ich davon gespielt. Das waren dann ganze 28 Spiele und dann habe ich so ein bisschen sortiert. Muss natürlich auch dazu sagen, da sind 3-4 Spiele dabei. Da liegen meine spielerischen Erfahrungen irgendwo in den 90ern, frühen 2000ern. Also zu meiner Jugendzeit, als ich die gespielt habe. Oder sogar wirklich Mitte der 90er, also Kinderspielzeit noch. Deswegen seht es mir bitte nach, wenn da jetzt vielleicht manche sehr alte Spiele nicht drauf sind, weil eben nicht alle einen aktuellen, ja, wie soll ich sagen, Bezug direkt haben. Jetzt habe ich auch einige dieser Spiele in meiner Top 100 mit drin und die wurden ja sind ja in den letzten Wochen online gegangen. Das heißt, ich gehe davon aus, manche sind gar keine Überraschung für euch. Während allerdings alle Plätze ab 10 nach hinten eben nicht in der Top 100 waren. Ich glaube, die ersten 9 haben es alle reingeschafft. Jetzt habe ich hier 15 neben mich hingestellt und ich werde zu jedem so ein bisschen sagen, was mir an dem Spiel gefällt oder eben nicht gefällt und so ein bisschen dann auf mein Ranking eingehen. Das älteste Spiel, das dabei ist, ist von 1995. Der ein oder andere kann es sich jetzt schon denken und dann haben wir durchgehend bis 2021, ja, ein buntes Sammelsurium. Spricht natürlich auch so direkt für mein Alter, weil wenn die Spiele davor rausgekommen sind, dann war ich entweder zu klein oder sie hatten schon wieder ein paar Jahre auf dem Buckel. So, aber wir beginnen mit Platz Nummer 15. Kingdom Builder von Donald X. Vaccarino bei Queen Games entsprechend erschienen und das Spiel des Jahres 2012 gehört zu den Spielen, was mich so ein bisschen, ich muss jetzt schon sagen, begleitet hat. Ich habe ja wieder angefangen zu spielen 2013, dann sehr regelmäßig und da war Kingdom Builder eines dieser Spiele, was mich da mit begleitet hat in dieser Zeit, wo ich wieder neu angefangen habe, weil es gerade das prämierte Spiel des Jahres war. Hat mir damals so gut gefallen, dass ich mir direkt die Erweiterung gekauft habe. Muss aber für mich sagen, aus heutiger Sicht wäre es vermutlich eher im Kennerspielbereich einzuordnen, weil es hat definitiv eher so die Komplexitätsstufe eines Quacksalbers, wenn man es mit dem vergleichen möchte. Kingdom Builder, für mich immer noch ein cooles Spiel, was halt auch in der Sammlung bleibt, wegen dieser positiven Erlebnisse, Erinnerungen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, es ist kein Spiel, was mir zu zweit Spaß macht, sondern ein Spiel, was ich lieber mit 3, 4 oder sogar mehr Erweiterung mit 5 Personen spiele, weil ich finde, sonst entfaltet es nicht so seinen Charme. Ja, Kingdom Builder, bau dein Königreich mit den Häuschen entsprechend bauen. Ich werde euch hier auch immer mal wieder ein Bild zwischendurch einblenden. Hat ja auch als Winter Kingdom quasi seine Renaissance erfahren. Dazu wollte Georg eigentlich ein Video machen, ist aber aktuell noch nicht dazu gekommen. Kingdom Builder Nummer 15. Wir werden 3 Jahre aktueller und kommen zum Spiel des Jahres 2015. Cold Express, auch hier ein Spiel, wo ich mir direkt die Erweiterungen zugelegt habe und auch entsprechend mit in der Box habe.
Ja, Colt Express gehört zu diesen Spielen mit ja, Programmierelement letztendlich. Colt Express hat aber auch noch zusätzlich durch dieses Programmierelement, durch diese hohe Interaktion einen ja etwas fieseren Charakter. Ich habe noch gar nicht gesagt, von wem das Spiel stammt. Es ist von Christophe Raimbaud. Ja, doch, ich glaube, so spricht man den Guten aus. Bei Ludonaute ist es erschienen. Genau, fieses Element, denn wir sind in einem geilen dreidimensionalen Zug unterwegs, also optisch Schmackofatz. Das ist wirklich super, super, super lecker. Hab das auch damals ein paar Mal verschenkt, noch bevor es Spiel des Jahres geworden ist, weil ich schon 2014 auf das Spiel oder Anfang von 2015 auf das Spiel aufmerksam wurde. Für mich immer noch ein cooles Spiel, auch wenn ich den Chaos-Faktor fast schon ein bisschen groß finde für die 40 bis ja, vielleicht auch 60 Minuten Spielzeit, je nach Runde, aber immer noch ein sehr gelungener Titel, den wir damals auch 2015, 2016 sehr, sehr oft gespielt haben und immer wieder gerne auf den Tisch kamen. Wir werden noch aktueller. Das Corona-Spiel des Jahres, Spiel des Jahres 2020, Pictures von Daniela und Christian Stör. Und hierbei handelt es sich ja um ein cooles Assoziationsspiel. Da wird später auch noch ein zweites folgen, was so in die Richtung geht. Wir haben hier ja, dass wir ein Bild versuchen mit verschiedenen Materialien zu beschreiben, mit Schnürsenkeln, mit Bauklötzen, mit, jetzt muss ich aufpassen, Stöckchen und Steinen, mit Farbkodierung. Und inzwischen gibt es auch eine Erweiterung dazu. Bin ich unentschlossen, ob ich mir die auch noch zulegen soll. Wir haben das tatsächlich im Jahre 2019, im Spätjahr und über die Weihnachtszeit in der Familie ultra oft gespielt. Es kam sehr oft auf den Tisch, ging am Schluss so weit, dass wir gewisse Wiederholungen hatten mit Material und mit Karten noch von der Vorgängerpartie. Und ah ja, das war ja klar, du hast es vorhin genauso gemacht. Und ja, es ist immer noch ein cooles Spiel, wo auch ein bisschen so die Kreativität gefördert wird oder auch vonnöten ist. Für mich ein cooles Spiel, was wir 2019 auf das Spiel so ein bisschen zufällig entdeckt hatten und dann gespielt haben direkt am Tisch, was uns gut gefallen hat und deswegen auch in unserer Gruppe sehr gut angekommen ist. Pictures, Spiel des Jahres 2020 und hier auf Platz 13. Spiel des Jahres 2014 und das ist auch einer der Titel, was mir am meisten bedeutet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Camel Up bedeutet mir deswegen verhältnismäßig viel, weil ich eben, ja, wie soll ich sagen, wir haben 2013 angefangen, regelmäßig zu spielen. 2014 hatten wir alle Spiel des Jahres Nominierten uns zugelegt. Entweder im Vorfeld schon gehabt oder uns nach der Nominierung zugelegt. Und ich glaube auch die Kennerspiel des Jahres Nominierten hatten wir in unserer Spielegruppe alle auf dem Tisch. Und für mich war nach Probespielen jedes Spiels sofort klar, Camel Up muss aufgrund dieses einzigartigen Stapelmechanismus, den Steffen Bogen hier kreiert hat, sofort Spiel des Jahres werden. Das war so klar. Ich habe damals schon mit dem Gedanken gespielt, mit einem Block anzufangen. Wir hatten Brettspielgruppe intern einen kleinen Blogversuch und da gab es durchaus auch den ein oder anderen Artikel von mir, unter anderem ein Artikel circa 2 Wochen vor Veröffentlichung des Spiel des Jahres, den ich genannt hatte, warum Camel Up Spiel des Jahres wird. Das war für mich damals so total klar und ist für mich immer noch so eines dieser interessanten, coolen Rennspiele, was man in der Familie gut spielen kann, was allein schon durch die Würfelpyramide cool daherkommt, durch die Kamele, die sich stapeln und da um die Wette rennen und die obendrauf mittragen. Cooles Spiel, macht total Laune und hat einen hohen Chaosfaktor, aber auch so dieses minimal plan. Was mache ich denn jetzt? Und genau diese kleine planbare Komponente zusammen mit dem großen Spaß, mit dem großen Spielspaß, macht für mich das Spiel aus und macht es zu einem herausragenden Familienspiel. Camel Up, Platz Nummer 12. Ich habe es eben schon gesagt, es kommt noch ein weiteres Assoziationsspiel. Und das ist das Spiel des Jahres 2010 und zwar Dixit. Auf Platz 11 hier, ich muss mal das Ganze ein bisschen anders aufstellen, denn ich habe mir da innen rein ein Insert gebastelt, weswegen das ein bisschen schwerer ist vom Hochhalten. Ich habe nämlich, glaube ich, 4 Erweiterungen hier mit drin und das ist doch einiges, was da zusammenkam. Wir haben das in der Familie
2015, 16 hoch und runter gespielt. Ich bin auf dieses Spiel erst ein bisschen später aufmerksam geworden. Tatsächlich gar nicht direkt, als ich wieder angefangen habe zu spielen, sondern erst so 2014, 2015. Und das wurde so ein bisschen unser persönliches Familienspiel des Jahres 2016. Da war ich mit meiner Frau und ihrer Familie im Urlaub und wir haben das hoch und runter gespielt in X-Partien. Dann haben sich die Bildchen wiederholt, dann kamen plötzlich die gleichen Begriffe, die man gesagt hat oder die gleichen Hinweise, die man gegeben hat. Und da haben wir gesagt, so, und jetzt muss eine Erweiterung her. Also wirklich ein Spiel, was uns auch über die Jahre immer wieder begleitet hat, gehört für mich zu diesen modernen Klassikern, der gefühlt in keiner Sammlung fehlen sollte. Aber auch bei uns immer mal wieder gespielt wird. Jetzt natürlich in den letzten Jahren leider seltener. Da kamen dann ja auch mal andere Spiele mit der Familie auf den Tisch. Auch mal Spiele, die eher schon so im Bereich Kennerspiel reingehen. Aber ansonsten ist es auch ein super schöner Einstieg, weil man über diese Assoziation, über das tolle Material, also über die tollen Karten hauptsächlich, so viel Leute an den Tisch bringt und so viel fürs Spiel begeistern kann. Und da gibt es inzwischen so viele Ableger, so viele Adaptionen mit Mysterium, jetzt auch mit Stella ein neues Spiel, was herausragend ist im Dixit Universum. Ja, sehr cool. Und der Untertitel Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte trifft es wohl perfekt. Dixit, Platz Nummer 11. Ich habe es jetzt schon immer wieder gesagt, es gibt so Spiele, die für mich gewisse Bedeutungen haben, einen gewissen Bezug, warum ich eben dieses Spiel persönlich sehr wichtig finde, warum mir das sehr gut gefällt und auch eine gewisse Bedeutung für mich hat. Folgendes Spiel hat auch eine große Bedeutung für mich, das ist King Domino. King Domino zum Spiel des Jahres geworden 2017. Und wer uns Brettspiel sucht, die es schon eine Weile verfolgt, der weiß, unseren Kanal gibt es seit 2017 und ich war damals so in der Stimmung, einfach jedes Spiel des Jahres nominiertes Spiel vorzustellen. King Domino hatten wir damals schon und dann wurde Magic Maze und Wettlauf nach Eldorado noch mit nominiert. Die Nominierung wurde bekannt gegeben, ich habe direkt beide Spiele bestellt. Magic Maze vorbestellt im lokalen Spielehandel, Wettlauf nach Eldorado direkt online geordert. Und dann haben wir an mehreren Spieleabenden die Spiele gespielt, auf Herz und Nieren geprüft und wieder gespielt in verschiedenen Gruppen. Und es hat so viel Laune gemacht, diese Spiele auch wirklich immer wieder mit anderen Spielern zu spielen, in anderen Anzahlen, also Spieleranzahlen zu 2, zu 3, zu 4. Mit Neulingen, mit Leuten, die es schon gespielt haben, bei Wettlauf nach Eldorado jeden Plan auszuprobieren. Und am Schluss stand für mich fest, das geilste Spiel des Magic Maze gewinnen wird King Domino, aufgrund dessen, dass es massentauglicher ist. Und es ist immer noch eines dieser Spiele, was absolut cool ist, weil es nimmt einen Mechanismus her, den jeder kennt. Domino. Ja, jeder hat schon mal irgendwie mit Dominosteinen gespielt. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum ich auch King Domino ziemlich genial finde, auch Queen Domino sehr schätze. Und weil es einfach zu diesen Spielen gehört, die einen allseits bekannten, supergängigen Mechanismus einfach aufgreifen, ein schönes Wertungssystem drüber machen, einen schönen Auswahlmechanismus, die Art des Draftings, wie wir an die Blättchen kommen. Das ist super simpel gemacht, super genial. Und was Bruno Catala hier entsprechend kreiert hat, absolut klasse. Wirklich, wirklich, wirklich große Klasse. Und es ist eines dieser Spiele, was niemals aus der Sammlung auszieht. Gibt es auch diverse Videos inklusive Let's Play mit meiner Frau. King Domino. Ja, persönliche Verbindung zu diesem Spiel. Ja, und jetzt kommen wir zu den Spielen. Oh Gottchen, zum Ältesten erstmal, ja. Platz 9, Catan. Und Catan hatte ich in meiner Jugend sehr viele Erlebnisse. Wir haben das sehr oft gespielt, komischerweise nur in der Basisversion. Und dann habe ich es gespielt, als wir mit der Spielgruppe angefangen haben. Habe ich gesagt, boah, ich habe ewig nicht mehr Catan gespielt. Müssen wir jetzt mal spielen. Und dann auch mit Erweiterungen gespielt, mit Städte und Ritter, dann die Sternfahrer-Catan mit Seefahrt. Wir haben da einiges an Versionen gespielt, auch die Standalone-Version, das mit den Inkas, ich weiß gerade den genauen Titel nicht. Absolut immer noch eines dieser Spiele, was ich nicht verstecken muss, was damals eigentlich ein Vorreiter par excellence war. Wir reden hier vom Spiel des Jahres 1995.
1995. Wir schreiben jetzt das Jahr 2022. Wir sind 27 Jahre her, seit dem damaligen Gewinn. Und das ist ein Spiel, was immer noch gut funktioniert. Jetzt ist es natürlich auch ein Spiel, was ich je nach Spieleranzahl ziehen kann und je nach Gruppe. Ich spiele es tatsächlich lieber familiär oder mit Spielern, die es flott spielen, als es mit Vielspielern zu spielen. Catan mit Vielspielern wird zum Chaos. Nein, mit dir handle ich nicht, weil du hast sonst die Chance in deinem Zug, wenn das Richtige gewürfelt wird, zu gewinnen. Mach ich nicht. Dann baue ich lieber selber nichts. Das sind die Vielspieler. Der Gelegenheitsspieler guckt da gar nicht drauf, sagt einfach, oh, ich glaube, das kriege ich schlecht, ich tausche das mit dir, komm, machen wir. Und die in der Familie, du hast mir den Räuber reingestellt, jetzt stelle ich dir den Räuber rein. Es ist mir scheißegal, ob ich davon was habe. Hauptsache, ich kann dir jetzt eins reinwürgen, weil du mir eben das blöde Ding reingestellt hast. So. Und dann habe ich vor kurzem mit, ja, nach einem öffentlichen Spieleabend Catan gespielt, als Absacker mit zwei weiteren. Und wir waren in 40, 45 Minuten mit der kompletten Partie durch. Ich habe noch nie so schnell Catan gespielt. Mega. Ja? Zwar auch nur das Basisspiel, aber geil, das war cool, ja, schönes Erlebnis und was wir hier in der Familie schon an Erlebnissen hatten und von wegen, nö, also mit dir handle ich jetzt nicht, du hast mir gerade einen Räuber reingestellt, du brauchst so jetzt nicht denken, dass ich mit dir handle und im nächsten Zug dann den Räuber schön zurückstellen und dann die richtige Karte ziehen, super, tolle Erlebnisse in der Familie, Catan, eines dieser Spiele, das muss man in der Sammlung haben, meines Erachtens, so, ihr könnt mich da ja steinigen, aber stehe ich dazu, Catan gehört in die Sammlung. Und ich bin auch sehr, also sehr froh, wenn mich jemand anspricht, sagt, ja, wie, du spielst Brettspiele. Was spielst du denn dann so? Monopoly, Risiko, da kriege ich die Krise. Ja? Wenn dann aber jemand sagt, ah, was spielst du denn so? So Catan, Carcassonne, dann bin ich sofort dabei und dann haben wir eine ganz andere Gesprächsgrundlage. Apropos Carcassonne, Platz Nummer 8 bei mir ist Carcassonne, das Spiel des Jahres 2001 von Klaus-Jürgen Wrede. Habe ich das richtig im Kopf? Ja, habe ich richtig im Kopf. Bei Hans im Glück. Einer dieser Klassiker. Ich war immer sehr nah dran, mir die Big Box zuzulegen oder noch 100.000 Erweiterungen. Ich habe mich dann immer irgendwie so ein bisschen selber gebremst. Muss sagen, vielleicht zum Glück, weil so oft kommt es gar nicht auf den Tisch. Ich hatte tatsächlich schon zwei Adaptionen von Carcassonne. Zum einen Carcassonne Südsee und zum anderen Carcassonne, wie hieß das, was mit den Trails nach Westen, was quasi nach Westen geht? Mayflower. Mayflower. Das waren meine zwei Carcassonne-Varianten, bevor ich dann hier mir einfach das Basisspiel zugelegt habe. Beziehungsweise fairerweise muss ich sagen, das hat meine Frau gewonnen. Hat nämlich hier auch eine Signatur. Und daraufhin haben wir dann nämlich welche ausgetauscht. Für mich immer noch einer dieser Klassiker. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Legespiele. Ich mag das, wenn man sowas was ausbauen kann. Das ist gerade egal, ob ich jetzt für mich persönlich was auslege oder ob ich eine gemeinsame Auslage habe. Das mag ich einfach, diesen Aspekt dieses Anlegens der Blättchen, dieses möglichst optimal. Das Einzige, was mich stört bei Carcassonne, ist die Tatsache, dass man nur ein Blättchen auf der Hand hat. Wir haben das meistens gehouseruled, dass man zwei Blättchen auf der Hand hat und dann eins anlegt. Dass man eine gewisse Option hat, weil ansonsten wirkt es ein bisschen sehr zufällig und dann kann es mit den richtigen oder falschen Blättchen zur richtigen Zeit, also wenn dann zwei Blättchen anders rumkommen, kann es plötzlich passieren, dass man ja überhaupt keine Chance hat, obwohl man vielleicht vorher super gut das andersrum hätte nutzen können. Ja, Carcassonne, auch einer dieser super, super Klassiker, darf fast in keiner Sammlung fehlen. Ich kenne auch sehr viele, die es immer noch begeistert spielen und auch für mich gehört es zu den Must-Haves. Jetzt kommen wir schon zu Platz Nummer 7. Platz Nummer 7 ist das Spiel des Jahres 2003 und auch einer dieser Must-Haves für mich. Ich habe es eben schon gesagt, ich liebe Blättchen-Legespiele und da gehört natürlich auch ein Alhambra von Dirk Henn mit rein bei Queen Games. Der zweite Queen Games Titel auf dieser Liste. Ich muss aufpassen, hier geht nämlich der Deckel auf. Warum? Ich mache das eigentlich ungern, aber hier ist so viel Zeugs mit drin. Es ist die Familienbox. Wir haben sämtliche Erweiterungen mit drin. Wir haben Promomaterial hier mit drin. Und deswegen stelle ich euch das jetzt so in die Kamera. Alhambra ist nicht nur ein Spiel, was mir persönlich gut gefällt, sondern gehört auch zu den absoluten Lieblingsspielen meiner Frau. Das ist auch der Grund, warum wir nicht nur ein oder zwei Erweiterungen, sondern alle Erweiterungen haben. Die haben wir hier in die Big Box, Family Box mit reingepackt.
Wir wollten uns eigentlich immer mal die Big Box zulegen. Meine Frau hatte dann aber schon die kleinen Erweiterungen und haben gesagt, ach komm, wir gucken mal, ob das alles hier in die Family Box mit reingeht. Haben die einzelnen Erweiterungen in Zipptüten zusammengepackt, dass es einigermaßen sortiert ist. Und jetzt ist es eine knallvolle, extrem schwere Family Box, die man fast nicht transportieren möchte. Alhambra ist auch eines dieser absoluten Klassikerspiele für mich. Ein Spiel, was auch heute noch sich nicht verstecken muss. Wir reden hier von einem Spiel, was fast 20 Jahre auf dem Buckel hat. Ja, nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum. Und es ist immer noch total cool. Man kann es immer noch gut spielen. Durch diese Zwischenwertung versucht man immer was rauszuholen. Ich persönlich spiele es am liebsten mit der Erweiterung Wechselgeld. Dass man eben, wenn man nicht passend zahlen kann, aber jetzt unbedingt ein Plättchen möchte, ich habe jetzt 9 auf der Hand, ich habe hier aber ein Plättchen für 6, ja, und dann habe ich ja viel zu viel Geld verschenkt. So kriegt man, glaube ich, für immer 2 Geld, wenn ich es richtig im Kopf habe, was man überbezahlt, eine Münze, die man aus dem Beutel zieht, die hat dann halt eine Farbe und ist eins der entsprechenden Farbe. Und dann hat man im späteren Verlauf des Spiels häufiger die Chance, passend zu zahlen. Und das macht das Spiel deutlich, deutlich besser. Alhambra für mich ein Klassiker, den ich auch nie wieder aus der Sammlung schmeiße. Also ihr könnt euch sicher sein, diese 15 Spiele, die ihr hier gesehen habt, die fliegen niemals raus. Das älteste Spiel meiner Topliste hatten wir schon. Jetzt kommen wir zum neuesten Spiel der Topliste. Micro Macro Crime City. Ich habe es schon von der Art her angesprochen. Ich habe vorhin King Domino gelobt für seine Einfachheit, einfach ein Prinzip herzunehmen, was, ja, bekannt ist. Domino. Jeder kennt Domino. Hier, jeder kennt Wimmelbilder. Jeder kennt diese typischen Wimmelbilder, sei das in irgendwelchen Kindermagazinen oder sonstigen, wo man versucht, was herauszufinden. Wo es dann heißt, suche den, suche das, suche jenes. Jeder kennt das. Und hier hat man einfach, hat Johannes sich gedacht, warum nicht mal hergehen und auf einem großen, riesigen Wimmelbildplan eine Stadt darzustellen, die ein Zeitraumparadoxon aufweist, dass nämlich Personen mehrfach zu sehen sind. Ihr seht die Bewegung, ihr seht quasi eine Geschichte. Ihr könnt einzelne Personen verfolgen, könnt sehen, was haben die gemacht, was ist da passiert, wie ist der Zylinder verschwunden, wo ist der Hund hin, wer hat jetzt wen umgebracht, wo lebt eigentlich derjenige, der ein Verhältnis mit jemand anderem hat. Das alles findet ihr in diesem Plan raus. All das löst ihr. Cooles Prinzip. Cooles Prinzip, es ist so super simpel. Und funktioniert so gut. Micro Macro, absolut eine der Überraschungen schlechthin. Auch wenn jetzt der ein oder andere sagt, das ist doch gar kein richtiges Spiel. Vielleicht, aber es ist trotzdem saucool. Micro Macro, Johannes Sich und das Spiel des Jahres 2021, meine Nummer 6. Platz Nummer 5 und eines meiner familiären Lieblingsspiele ist Zug um Zug. Ja, wer mich kennt, weiß, hier oben, na, Zug um Zug musste kommen, weil da ist leer und da sind ganz, ganz, ganz viele Zug um Zug Exemplare. Spiel des Jahres 2004. Man hat hier mit Erweiterungen, mit neuen Maps, mit neuen Optionen, mit zusätzlichen Karten, mit anderer Auftragsgestaltung, mit Bahnhöfen, mit Bergstrecken. Man hat hier versucht, immer wieder Neues mit reinzubringen. Neue, coole Elemente. Und letztendlich geht dabei das ursprüngliche Gefühl, dieses ursprüngliche Zug um Zug, zum Glück nie verloren. Jede Erweiterung macht mal was für sich. Man hat plötzlich ein kooperatives Element mit drin, dass wir alle an einer zentralen Zugstrecke bauen. Der mehr dran baut, kriegt am Schluss mehr Siegpunkte. Wer gar nicht dran baut, kriegt keine Siegpunkte. Das sind coole Sachen. Immer wieder coole neue Sachen. Ich habe ja mal gesagt, ich möchte unbedingt mal die ganzen Zug-um-Zug-Erweiterungen, die ganzen Maps ranken. Aber das Problem ist, ich habe 2, 3 davon noch gar nie gespielt. Vielleicht müsst ihr mich da mal irgendwie motivieren, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare, schreibt mir, was ist eure liebste Zug-um-Zug-Map und warum ich diese unbedingt mal spielen sollte. Vielleicht muss ich auch einfach mal wieder ein Spielewochenende mit meiner Schwester, meinem Schwager machen und dann in 3er oder 4er Runde zusammen mit meiner Frau dann Zug-um-Zug durchspielen. Eine Map nach der nächsten und los geht's und weiter geht's und dann am Schluss direkt mal durchranken, am besten gemeinsam. Zug-um-Zug, ein super, super, super Klassiker, für mich immer noch ein geniales Spiel. Deswegen hier auch auf Platz 5. Und das sind wirklich absolut Klassiker, ja, Klassiker. Days of Wonder und Alan R. Moon ist hier der Autor. Ach ja, ein wunderschönes Spiel.
Platz Nummer 4 ist das Spiel des Jahres, das mich wieder zum Spielen zurückgebracht hat. Ich habe es gesagt, 2013 haben wir wieder angefangen, regelmäßig zu spielen. Und das Spiel, weswegen sich eigentlich unsere Spielegruppe gegründet hat, war Dominion. Weil damals mein Mitspieler festgestellt hat, ich habe noch nie Dominion gespielt. Was? Du hast noch nie Dominion gespielt? Spiel des Jahres 2009. Donald X. Vaccarino, übrigens sein zweites Spiel auf dieser Liste. Und du hast es noch nie gespielt. Das geht ja mal gar nicht. Das müssen wir spielen. Wir treffen uns zum Dominion-Spielen. So, und so wurde unsere Spielegruppe gegründet. Kein Witz. Das hat so viel Spaß gemacht, dass wir uns vom einen Spieltermin zum nächsten verabredet haben. Von dem wieder zum nächsten. Dann plötzlich die Gruppe gewachsen ist. Am Anfang war es so, wir haben nur Dominion gespielt. Dann haben wir nur Dominion gespielt mit verschiedenen Erweiterungen. Und haben dann andere Spiele als Absacker quasi gespielt, immer was Neues mitgebracht. Da wurde jetzt, habe ich Zombie-Würfel kennengelernt, zum Beispiel relativ früh. Und auch andere Spiele wie Seven Wonders, wie Village etc. Eine ganz tolle Zeit gewesen. Und Dominion für mich immer noch ein super, super cooles Spiel, was ich gerne spiele. Ich habe zwischenzeitlich, glaube ich, auch 7 oder 8 Erweiterungen besessen. Habe jetzt so runterreduziert auf ein Basisspiel, eine Erweiterung, weil ich sage, ich brauche so viel gar nicht, so viel Dominion spiele ich nicht. Aber es muss im Regal bleiben, allein schon aus Nostalgiegründen. Ich bin nämlich damals nach dem 2. Spieleabend losgezogen und habe mir im lokalen Fachhandel nämlich gleich mal 3 Dominion-Boxen gekauft. Dominion Platz Nummer 4, 3 Stück stehen noch aus. Jetzt komme ich zum Treppchen und das sind 3 Spiel des Jahresgewinner, die ich persönlich besonders schätze, besonders mag. Auch der Tatsache geschuldet, dass ich, glaube ich, diese 3 Spiele auch mit am meisten gespielt habe, in unterschiedlichen Gruppen immer wieder. Und auch das, 2 Stück davon zumindest, Spiele sind, mit denen ich viele Neulinge an den Tisch bekommen habe. Zum einen ist das Codenames, das Spiel des Jahres 2016 von Vlad Achbatil, einem Lieblingsautor, der Lieblingsautoren von Rüdiger. Und ein super, super geniales Spiel. Es stehen auch 3 weitere Codenames bei mir im Regal, einfach der Tatsache geschuldet, dass ich das Spiel total schätze. Da gibt es ein Duett, kooperativ zu zweit. Es gibt Pictures mit Bildern, auch sehr cool. Und es gibt eine Disney-Variante, die werden wir wohl auch in Kürze dann mal noch vorstellen. Codenames ist einfach ein cooles Spiel. Wenn ihr 2 Geheimdienstchefs habt, dann könnt ihr eigentlich die Gruppen dynamisch wechseln. Es ist super geeignet für Geburtstage, für Familienfeiern, für größere Gruppen. Ich empfehle es auch tatsächlich ab 6 aufwärts zu spielen, weil dann wird es besser. Codenames ist einfach ein geniales Wortassoziationsspiel für die Gruppe, was so seinesgleichen sucht. Ich finde, es ist so super charmant. Es macht so viel Laune. Und wir haben das auch in der Online-Variante, die auch sehr gut funktioniert. Während Corona, während wir keine Spieleabende machen konnten, einige Male gespielt und es hat auch da sehr viel Spaß gemacht. Und das merkt man einfach, dieses Spiel altert so gut. Es funktioniert auch nach vielen Jahren noch und es wird auch noch in 10 Jahren funktionieren, es wird auch noch in 20 Jahren funktionieren, bin ich mir ganz sicher. Und da wird es noch ganz viele Adaptionen geben. Codenames von Vlad Achbatil. Und die 2 ist ein bisschen eleganter, ist ein bisschen charmanter, ist ein bisschen aktueller. 2019, Just One von Repos Production und von Bruno Sauté und Ludovic Rudeau. Das sind nämlich auch die Macher von Seventh Continent und dann machen die so ein geiles Wortspiel. Dann haben wir hier auch direkt die Erweiterung mit drin. Ich habe es nämlich schon vorher auch, bevor die Erweiterung rauskam, mit mehr Spielern gespielt. Just One gehört zu diesen Spielen. Ich habe das gespielt auf Spielewoche. Und es hatte Tom mitgebracht. Wir haben es gespielt und meine Eingebung war, das wird Spiel des Jahres 2019. 2019 auf Spielewoche gespielt und es hat sich bewahrheitet. Das war einfach ein mega, 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 mega gutes Gefühl. Wir haben das gespielt und es war so super. Alleine schon die Tatsache, dass ich versuche, eine möglichst gute Assoziation zu finden, aber nicht die gleiche Assoziation wie mein Mitspieler. Super. Wir haben dann am Anfang gedacht, ja, aber theoretisch ist es doch dann viel einfacher, wenn man mit vielen Leuten spielt. Nein, wir haben es geschafft, in einer 7er Gruppe 4-mal den gleichen Begriff draufzuschreiben. Und auch das ist möglich. Ja? Und Just One funktioniert einfach immer. Egal mit welcher Altersgruppe. Ich hatte jetzt auch, ab 8 steht drauf, ich hatte ein spielerisches Erlebnis mit sehr vielen Teenagern.
Und man muss ein bisschen aufpassen, was man für Tipps gibt, weil plötzlich fühlt man sich bei den Tipps nämlich super alt. Also ich habe mich alt gefühlt, weil die konnten mit meinem Begriff nichts anfangen. Ja, und dafür hatten wir dann ein anderes Beispiel. Italien, und der Ratende hatte dann, glaube ich, 5 Begriffe und hat bloß gemeint, mir reichen eigentlich die 2, Stiefel und Balotelli, weil es ein absoluter Fußballfan war. Und genau diese Erlebnisse machen es klasse. Oder dass Dennis aus Plastik auf Barbie assoziiert. Sag ich zum, wie kommst du jetzt auf Barbie? Life in Plastic is fantastic. Und das war genau meine Assoziation. Super. Absolut tolle Erlebnisse, und da kann ich einfach nur schwärmen. Just one. Es kann nur eins geben. Für mich das beste Wortspiel. Super cool. Und immer noch ein Bombenspiel. Spiel des Jahres 2019. Jetzt kommen wir zu meiner absoluten Nummer 1. Wer meine Top 100 gesehen hat, der wird hier nicht besonders überrascht sein. Es ist eher eines der komplexeren Spiel des Jahresgewinner. Ich habe das im Jahre 2017 nicht auf das Spiel mitgenommen. Ich habe das total verpasst, und dann gab es eine Nikolaus-Aktion im lokalen Spielehandel. Ich bin dahin gerast, ich habe mir es geholt. Und dann habe ich es direkt am gleichen Abend mit meiner Frau gespielt. Den nächsten Tag mit meiner Frau gespielt. 2018, Azul hat Spiel des Jahres abgeräumt. Und jeder hat gesagt, es war so klar. Ich habe das damals so ultra oft mit meiner Frau gespielt. Wir haben das in der Vorweihnachtszeit 2017 hoch und runter gespielt. Und hoch und runter. Und dann auch danach mit sehr vielen immer wieder Azul gespielt. Es ist einfach ein absolut klasse Legespiel. Michael Kiesling hat hier ein super Werk kreiert bei Plan B Games, dann veröffentlicht worden, beziehungsweise unter dem Label Next Move. Hier noch ohne Next Move Aufdruck. Azul ist eines dieser einfachen Spiele, was diesen super coolen Drafting-Mechanismus quasi hat, dass wir die Steine aus der Mitte nehmen von einem dieser Blättchen. Eine Farbe nehmen wir runter, den Rest schieben wir in die Mitte. Wir wollen nicht zu wenig nehmen, weil viel eigentlich gut ist, zu viel aber wieder schlecht ist, weil wir dann Bruch produzieren. Bruch bringt uns Minuspunkte, wir wollen aber Pluspunkte sammeln, und durch geschicktes Sammeln, durch geschicktes Anlegen machen wir möglichst viele Punkte. Ein super simples Spiel, was jetzt in 3 weiteren Adaptionen fortgesetzt wurde und leicht verändert, leicht modifiziert wurde, mit den Buntglasfenstern von Sintra, mit dem Sommerpavillon und jetzt mit den Gärten der Königin. Azul ist jetzt schon, trotz dass es nur 4 Jahre auf dem Buckel hat, beziehungsweise fast 5, ein moderner Klassiker. Eines dieser Spiele, was eigentlich fast schon nicht mehr wegzudenken wäre. Und was auch sich durch diese Adaption sehr gut weiterentwickelt hat. Für mich immer noch auch das Basis-Azul, das beste Azul, weil es den Mechanismus am simpelsten, am klarsten und am deutlichsten rüberbringt. Und deswegen auch für mich ein absolut cooles Spiel und immer noch eine klasse Empfehlung, wenn man ein schönes Spiel für die Familie sucht. Ja, und das war's von meinem Video, meine Top 15 Spiel des Jahresgewinner. Nochmal ein herzliches Dankeschön an den Rolf für die Unterstützung und deine Spende und diesen Wunsch, dieses Video umzusetzen. Morgen ist der große Tag, wenn dann wieder die 9 nominierten Spiele bekannt gegeben werden für das Spiel des Jahres 2022. Schreibt doch jetzt mal in die Kommentare, was ist euer Lieblingsspiel des Jahresgewinner und was sind vielleicht potenzielle Kandidaten, um morgen nominiert zu werden. Würde mich super, super, super brennend interessieren. Ja, ich freue mich über euer Feedback, eure Kommentare. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Das freut mich natürlich besonders. Ich bin gespannt zu lesen, was euch besonders gut gefällt und was eure Nominierten für morgen sind. Und dann wünsche ich an dieser Stelle euch einen schönen Sonntag, eine gute Zeit und macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.